Herzlich willkommen zu eurem Lieblingsreisemagazin. Heute mit einer ganz besonderen Ausgabe. Erstens habe ich eine Mütze auf. Das hat damit zu tun, dass ich lange nicht beim Friseur war und dass es hier wirklich kalt ist in unserem kleinen Studio. Und zweitens ist die Ausgabe besonders, weil Danny Blessing da ist, unser EM und auch Entertainer inzwischen. Und er hat sicher spannende Geschichten mitgebracht. Danny, herzlich willkommen. Erstmal ganz großen Respekt von mir für diese wunderbaren Schuhe. Ich habe zu Hause die passende Hose dazu. Sind die nicht toll? Großartig. Warum hast du mir die Hose nicht mitgebracht? Ja, ich habe es nicht gewusst. Bei mir muss es immer bunt sein und sonst bin ich nicht glücklich. Irgendwas leuchtet und immer bunt. Und sogar unter der Sohle die Regenbogenfarben. Ich feiere das. Ist das nicht schön? Herzlich willkommen. Nicht nur die Schuhe sind unterhaltsam, sondern vor allem das, was du bei uns an Bord und auch schon davor gemacht hast. Und deine Aufgabe ist es, jetzt unseren Zuschauern sozusagen deine persönliche Top 5 des Entertainments zu präsentieren. Meine Aufgabe wird es sein, irgendwie in deine Top 5 auch tolle Destinationen einfließen zu lassen. Und ich bin gespannt, wie wir das zusammen hinkriegen. Bitteschön. Das ist tatsächlich eine wahnsinnig schwierige Frage, weil wir bieten so viel an. Wir haben so viele verschiedene Locations an Bord und so viele verschiedene Showformate, die toll sind. Aber wenn ich mich da so entscheiden müsste, wäre zum Beispiel auf Platz 5 Steampunk Circus. Ah. Eine Show, die wir auf der AIDA Nova haben. Mhm. Weil diese Show ist eigens natürlich für AIDA komponiert und gesettet. Und was dort an Musik geboten wird, was dort an Kostümen und die ganze Geschichte. Man ist halt in einem Zirkus, man wird halt in einem Zirkus. Man kann nicht genau sagen, in welcher Zeit, in was für eine, ob es eine reale Welt ist. Es ist ein ganz, was ganz Besonderes, eine Traumwelt, die dort geschaffen wird. Und so wie das von den Darstellern auch präsentiert wird, mit dieser fantastischen Musik, das hat mich jedes Mal umgehauen. Du hast den Anfang der Show, also, da ist dieser Sprecher, dieser magische Sprecher. Der Zirkus kommt! Weißt du, wer das ist? Nee. Mein Papa. Nein. Das ist kein Witz. Ach nein, ja. Ach Mensch, kann mir gleich so bekannt vorstellen. Nee, habe ich nicht gewusst. Mein Papa. Es ist eigentlich schwierig, auf Details zu achten, weil wenn du jetzt sagst, wer ist der Ansager, weil die Show beginnt ja eigentlich schon lange vor der Show. Es sind Darsteller im Publikum versteckt, die schon mit agieren mit den Gästen, ohne dass die Gäste das am Anfang mitbekommen und es langsam verstehen, dass das schon eigentlich zur Show gehört. Und es ist eine ganz eigene und ganz fantastische Atmosphäre, der man sich nicht entziehen kann. Für mich das Spannendste bei der Show ist ja, wenn du dann Familien da sitzen hast, das ist ja wirklich eine richtig tolle Familienshow, dann steigen die Kinder ja schon ein und sind total gespannt. Und wenn es dann richtig losgeht, wenn der Erzähler sozusagen erzählt, wo wir uns befinden und was passiert und sowas alles, dann siehst du die Kinder, wie sie so da sitzen. Und eigentlich muss ich ehrlich sagen, das ist für mich immer das Tollste, wenn ich an Bord bin, wenn ich sehe, wie Menschen emotional auf das einsteigen, was wir uns mal irgendwo ausgedacht haben. Und es war natürlich auch für mich mein erster Einsatz auf der AIDA Nova damals. Also Shows in diesem Format überhaupt erleben zu dürfen war und ist für mich auch bis heute ein riesengroßes Erlebnis. Steampunk Circus fängt mit S an. Mhm. Finden wir eine Location? Ich probiere eine Brücke zu bauen. Eine Location, die du kennst oder ein Ort, eine Destination, die wir anfahren, die du richtig toll findest? Für mich eine der schönsten Destinationen ist tatsächlich St. Petersburg in der Ostsee, weil man es gar nicht vermutet. Und habe halt durch die vielen Reisen, die ich schon gemacht habe und auch viele Ostseefahrten, ist St. Petersburg ein absolutes Höhepunkt. Architektonisch, landschaftlich, geschichtlich, alles, was es dort zu entdecken gibt. Und ich bin halt jemand, ich fahre da durch diese Prachtstraßen, Nevsky Prospekt. Und es ist ja nicht nur dort, es sind ja alle Straßen dort. Ja. Und ich merke dann selber, dass ich manchmal gar nicht mehr zuhören kann, wenn mir jemand was über die Stadt erzählt, weil ich selber anfange nachzudenken und sage, mein Gott, wer hat den Winterpalast dahingestellt? Und da sieht ja nicht nur die Paläste, jedes Haus sieht wie ein Palast aus in der Innenstadt. Ich bin jemand, der gerade von Architektur sehr leicht zu beeindruckend ist. Wenn ich das höre, macht es mich traurig, muss ich ehrlich sagen. Da wäre ich sentimental, und zwar deswegen, weil wir wären so gerne im Frühjahr dahin gefahren jetzt. Ich kann es kaum erwarten, dass es wieder losgeht. Ich bin ganz sicher mit meiner Familie, wir werden auch noch St. Petersburg die Tour machen. Haben wir noch nie gemacht. Seit 10 Jahren bei AIDA und ich habe es niemals geschafft, die Ostseeroute zu fahren. Und die Bilder, die es da gibt, immer das, wenn ich das sehe, denke ich immer, ich würde es unbedingt gerne sehen. Aber haben wir bis jetzt nicht geschafft. Kommen wir zu deiner Nummer 4 des Entertainments. Oh Gott, ich war noch lange nicht fertig, um St. Petersburg zu erzählen. Um Gottes Willen. Nein, aber wenn ihr hinfahrt, ihr müsst unbedingt Peterhof, Katharinenpalast, die U-Bahnfahrt müsst ihr machen, die Stadtrundfahrt müsst ihr machen. Die Fahrt mit den Schnellbooten müsst ihr machen. Also es gibt so wahnsinnig viel. Oh, fantastisch. Boah, also ich werde mir vorher sozusagen von dir die Liste holen, die ich abzuarbeiten habe. Ja, wird absolut. In 2 Tagen kaum zu schaffen sein, aber die Zeit muss man dort nutzen, um sich da wirklich so viel wie möglich anzugucken. Kommen wir zu deiner Nummer 4. Wir haben ja viele TV-Formate bei uns an Bord, also Geschichten, die wir auf die Bühne gebracht haben, wie der Gast sie ja auch schon aus dem Fernsehen kennt, wie zum Beispiel Wer wird Millionär, auch ganz oben bei mir mit auf der Liste. Und da setze ich auf Platz 4, würde ich tatsächlich The Voice.
Okay. The Voice of the Ocean. Ja. Ganz bekanntes Format, auch natürlich hier aus den deutschen und weltweiten Fernsehkanälen. Irgendwie habe ich gar nicht gewusst, dass das auf dem Schiff gibt. Es wird tatsächlich 1:1 mit den Juroren, mit den drehbaren Stühlen und mit den Kandidaten eben auf die Bühne gebracht, die dann während der Reise erst einmal an Bord selber auch gecastet werden. Also es ist eine ganz tolle Geschichte. Ich habe eigentlich angefangen mit The Voice. Das heißt, ich kam an Bord, habe eine Reise privat auf Vanilla Nova gemacht und habe auf dieser Reise dann auch als Kandidat teilgenommen und selber dort gesungen. Also ich war als Kandidat in der Sendung. Durch glückliche Umstände bin ich dann kurz danach bei AIDA in den Dienst getreten. Nee, die glücklichen Umstände waren tatsächlich meine Frau und ich, die dich hinten angesprochen haben. Ihr wart draußen. Da, ihr wart auf der Reise dabei. Genau, ne? Also, Also und dich gefragt haben, ob du nicht, du hättest da so super, ob du nicht dir vorstellen könntest, auch sowas beruflich zu machen. Das kann ich nicht, mache ich schon beruflich. Und schwupps war ich dann da. Und nein, aber es hat mich tatsächlich in dieses wunderbare, in die wunderbare Situation gebracht. Ich habe The Voice wirklich als Kandidat kennengelernt. Ich habe dann später, als ich auf der Nova angefangen habe, diese Sendung dann auch moderiert und bin zwischenzeitlich auch als Juror im Drehstuhl gesessen. Ich habe wirklich alle Positionen durchgemacht, die man dort machen kann und kenne die Sendung wirklich und auch diese Show, muss ich ja sagen, wirklich in- und auswendig. Also das muss man sagen, das Spannende bei den Geschichten ist, bei diesen Fernsehgeschichten ist, und natürlich weiß man immer vorher nicht, kommt das an, kommt das nicht an, gefällt das den Leuten. Ich habe mir gedacht, ich komme mal vom Fernsehen, ich habe mir gedacht, ein gutes Format, also ein gutes Stück Unterhaltungskonzept sozusagen funktioniert immer. Mein Entertainment Manager in Anführungsstrichen moderiert und meine Mitreisenden sind sozusagen auf der Bühne. Und das wird jedes Mal auf jedem Schiff als ein völlig neuer Event wahrgenommen. Jetzt ist meine Aufgabe wieder vom Singen. Hochsingen. Wer hoch singt, der kann auch hochklettern. Das ist richtig. Zum Beispiel in Norwegen. Das ist richtig. Norwegen ist eine der für mich schönsten Kreuzfahrtdestinationen. Warum? Ist ganz leicht erklärt. Es war erstmal meine allererste Kreuzfahrt, die ich in den Jahren gemacht habe. Und da war ich tatsächlich 14 oder 15 mit meinen Großeltern. Südnorwegische Fjorde bis nach Ålesund und dann halt so runter. Geiranger Fjord war dabei, Flåm war dabei, Bergen war dabei. Und es war was, ich hatte mir was ganz anderes vorgestellt. Meine Erwartungen wurden halt noch weit mehr übertroffen. Ich war schon mal in Norwegen, immerhin, aber nur in Oslo. Und wir hatten, muss man sagen, dadurch, dass das Schiff direkt im Hafen liegt, hatten wir die tollste Aussicht, die man überhaupt haben kann. Auf die ist es, glaube ich, eine Oper. Die da ist, das neue Opernhaus. Ja. Das neue Opernhaus in Oslo. Da haben wir gelegen. Wir waren aber nicht oben, zum Beispiel auf den Prägestolen. Warst du da oben schon mal? Ich bin ja nicht so der Kletterer. Ich bin ja mehr so der, ich lasse mich hochfahren oder hochziehen. Das geht alles. Am meisten fasziniert ist halt einfach das Landschaftliche, gerade in den Fjorden. Du fährst mit dem winzig kleinen Schiff, so sieht es auf den Bildern nachher aus, wenn du durch diese Fjorde fährst. Diese Abwechslung, die du hast, Geiranga, Ålesund, alle diese Ziele, da könnte ich alleine stundenlang drüber referieren, was du da machen kannst. Und das Schöne ist, du kannst in Norwegen halt alles machen. Das ist für Wintersportler. Es ist unglaublich schön. Du kannst Skilanglauf, Skiabfahrten kannst du machen. Wir buchen immer richtig viele Ausflüge, eigentlich hauptsächlich deswegen, weil es ist für jeden was dabei. Du hast Fjorde, da geht alles. Du legst mit dem Schiff an und dann wird dich bewusst für die Rundfahrt abgeholt. Ja. Oder du gehst mit der Familie wandern oder du gehst klettern, wo ich nicht dabei sein werde. Kajak fahren, solche Geschichten hast du dort. Das ist wunderbar. Es ist wunderbar, weil du, ist einfach, die Landschaft ist einfach surreal. Also es sieht alles fast wie zu schön, wie gemalt. Jetzt kommen wir zur Nummer 3. Langsam wird's spannend. Auf Platz 3 ist für mich tatsächlich die Primetime. Ha! Moment! Stopp! Jetzt erzähle ich dir erstmal, woher die Primetime kommt. Weißt du, woher die kommt? Das weiß ich nicht, nein. Als ich hier angefangen habe, habe ich immer gesehen, dass es eine Show gab und danach gab es eine andere Show und dazwischen war irgendwie eine Pause. Und ich habe, weil ich von außen und ganz neu bei AIDA war, habe ich mir gedacht, es wäre so schön, wenn die Reise einen roten Faden hätte. Die Idee der Primetime ist eigentlich, dass der Entertainment Manager sozusagen mein Begleiter als Gast, mein Begleiter ist. Und jetzt bin ich gespannt, wie hast du die empfunden? Ich finde, die Primetime ist ein großartiges Werkzeug einfach. Eine tolle Show einfach auch für den Gast, weil er sich informieren kann, weil er wirklich hautnah miterleben kann, wie Shows entstehen, welche Gäste an Bord sind, welche Künstler an Bord sind oder welche Aktionen gerade an Bord laufen. Und es ist einfach auch toll für mich als Entertainment Manager. Ich kann die Stimmung im Publikum aufnehmen. Also ich kann sehen, wie die Gäste drauf sind. Ich kann selber auch oder habe für mich das Gefühl, die Reise so auch ein bisschen mitzusteuern. Ich erinnere mich noch, als du die erste Primetime gemacht hast. Natürlich, wenn jemand neu anfängt bei uns, ne, haben sie mich angerufen und gesagt, oh, der ist aber aufgedreht. Der gibt aber richtig Vollgas und so.
Aber das gleichzeitig war es so, dass ich hatte Freunde an Bord auf der Reise und die haben mich angerufen und gesagt, der Typ ist ja geil. Das macht richtig Spaß und genauso ist das Ding. Manche empfinden es so, manche empfinden es so und am Ende geht es darum, dass jeder irgendwo ein bisschen Heimat findet sozusagen. Und ja, da ist eine ganze Bandbreite drin, ist möglich und ist auch gewünscht, ehrlich gesagt. Ja. Sobald dann aber die Erfahrung langsam kommt, merke ich auch, dass ich so Dinge habe, auf die ich eben speziell Wert lege. Mhm. Ich möchte ins Publikum gehen, um mich mit dem Gast unterhalten. Ich möchte zwischendurch immer mal so kleine Auflockerer drin haben und auch selbst, wenn ich den Kapitän zum Interview eingeladen habe. Natürlich General Manager oder Kapitän, man geht da sehr respektvoll an die Geschichte ran, aber ich kenne die beiden halt auch. Wir machen halt, haben einen sehr freundschaftlichen Umgang miteinander und auch da sind die Interviews immer sehr locker. Ich danke Ihnen für dieses Geräusch, aber Sie werden merken, der Beifall ist berechtigt. Diese Veranstaltung ist für Leute ohne Humor nicht geeignet heute Abend. Habe ich doch recht, oder? Das ist so, das haben wir uns so vorgenommen. Wollen wir uns setzen? Ich bin dafür. Los. Ich freue mich schon wieder drauf, wenn es wieder losgeht. So, jetzt bin ich gespannt auf den Übergang von einem Format, was bunt, warm, herzlich ist, auf eine Destination. Es ist tatsächlich nicht schwer, weil quirlig, bunt, aufgedreht, so wie ich. Und es gibt tatsächlich eine Stadt, in der ich mich sehr, sehr wohl fühle. Und das ist Miami. Also mein größter Fetisch, jeder kennt ihn, Kreuzfahrt, ist einfach eine der Kreuzfahrt-Hauptstädte dieser Welt. Und schon in den Hafenkanal reinzufahren und die 5, 6, 7, 8, 9 Schiffe nebeneinander an den Terminals liegen zu sehen, ist einfach ein Anblick, der fantastisch ist. Wunderschönes Wetter, wunderschöne Leute. Die Stadt ist sehr, sehr sportlich, machen sehr, sehr gerne Sport. Die Leute achten dort sehr auf sich. Die Strände sind toll, der Art Deco-Stil, dann einfach da den Ocean Drive rauf und runter zu laufen. Die Versace-Villa damals, das ist ja auch im Gedächtnis geblieben. Die Villa steht ja auch mitten in der Stadt an der Strandpromenade. Man kann dort so wahnsinnig viel machen und die Stadt bietet einfach so unglaublich viel. Und immer wenn ich die Möglichkeit habe, einen USA-Urlaub, eine Reise dort zu beginnen zum Beispiel, dann verbinde ich das immer mit einer Woche vorher oder einer Woche hinterher in Miami noch zu bleiben. Die Nummer zwei, ja, die hat, da habe ich einen ganz klaren Favoriten. Das ist die Show AIDA Love. And through these crazy times, it's you. You make me sing. Your every line, your every word, your everything. Dann wird das Thema Liebe gefeiert. Und nicht nur die Liebe zum Partner, sondern auch eben zur Familie, zu Freunden und einfach mit wunderbarer Melodie, mit wunderbaren Melodien, mit toller Musik. Da hatte noch etwa 15 bis 20 Minuten bis zum Ende und dann kam ein junger Mann auf mich zu und sagte, Danny, darf ich dich mal ganz kurz sprechen? Ich habe eine Frage. Besteht nicht die Möglichkeit, dass ich in dieser Show meiner Freundin einen Heiratsantrag machen kann? Ja. So, und in dem Moment, da ging es bei mir schon los. Ich sag, warum kommst du denn jetzt? Warum bist du nicht vor einer Stunde oder gestern? Ja. Und dann ging es ja los. Und bin ich ja sehr spontan, was sowas angeht. Und dann habe ich gedacht, hast du einen Ring dabei, sag ich. Und er so, ja, den habe ich auf der Kabine, den kann ich holen. Ich sag, wenn du in 15 Minuten hier vor mir stehst, im Anzug mit dem Ring in der Hand, dann machst du deiner Freundin in der Show einen Heiratsantrag. Und dann lief er los. Sie darf es nicht wissen. Und die saß im Publikum, die dachte, ich glaube, er hatte ihr erzählt, er hätte irgendwie Durchfall oder so. Ja. Also wirklich, er sagt, ich sitze jetzt länger auf dem Klo, bleib ruhig sitzen, ich komme gleich wieder irgendwann. Ja, meine Damen und Herren, Ihre AIDA Star. Can I have the singers here? All the crew members, come back on stage. Can you now raise the flags? Und das Schwierige an der Geschichte war, dass alle Künstler, die ich in diese Show in diesen Antrag involvieren wollte, auf der Bühne waren. Ja. Das heißt, ich konnte niemanden mehr informieren. Ich konnte nur drumherum. Ich sag so, du läufst los, ich brauche Fotografen, ich brauche einen Kameramann vom TV-Team, ich brauche diese Luftballons. Oh, das ist ja, wird ja immer geiler. So. Und keiner weiß, was passiert. Da hab ich, kommt mal ihr vier, genau. Hier, oh, da, stopp. Oh, das ist ja total schön, aber irgendwas fehlt noch, da fehlt noch was. Und dann sage ich, ach, ich brauche mal, ich weiß nicht was, Sie. Und dann spreche ich genau die junge Dame an, ich brauche mal Ihre Hilfe. Kommen Sie mal zu mir. Aber ich bitte Sie mal um einen großen Applaus für die Jennifer Brandstätter aus Wolfenbüttel. Vorsicht, nicht stolpern an der Bühne. Mit wem bist du hier? Mit meinem Freund. Wer ist das? Alex. Wo ist der? Wahrscheinlich kommt er gleich. Meinst du? Ich weiß es nicht. Ich schau mal, ob ich da jemanden da habe. Das sieht aber gut aus. Alex, das ist deine Bühne. Hallo, liebe AIDA-Gemeinde. Ich möchte euch den wundervollsten Menschen vorstellen, den ich in meinem Leben je kennenlernen durfte. Mit dem letzten Atemzug in meinem Leben möchte ich
dich fragen, möchtest du meine Frau werden? Für Jennifer und Alex. Ja. Und das war so ein unglaublicher Moment. Das Ganze auf der Bühne, alle haben geweint. Selbst im Publikum haben Leute geweint, weil es einfach unglaublich schön war, weil es niemand wusste. Grundsätzlich mal ist das ein Gemeinschaftserlebnis. Das ist was Schöneres, gibt es nicht. Ich habe ja jahrelang hier Nur die Liebe zählt auch produziert. Und auch da ist es so. Wir kennen alle das System, wir wissen, was gleich passiert. Wir haben es ja schon tausendmal gesehen, als jemand, der in der Branche arbeitet. Aber jedes Mal, bei jedem einzelnen Antrag, bei jeder einzelnen Überraschung hast du trotzdem immer wieder feuchte Augen, wenn du ein bisschen Emotionen in deinem Körper hast. Ja. Und das ist das, was die Menschen brauchen, gerade in schweren Zeiten. Das ist wirklich toll. Ich freue mich, wenn ich sowas machen kann. Ich bin immer bereit, dann auch was zu riskieren. Es kann auch nach hinten losgehen, aber alleine für diesen Moment, den ich da auf der Aida Nova hatte, das hat mir das ganze Jahr schön gemacht. nur die Liebe zählt sozusagen. Ja, nur die Liebe zählt. Wie kriegen wir die Brücke hin von Nur die Liebe zählt zu einer schönen Destination? Eine schöne Destination, die man, die viele Menschen unter anderem mit sehr, sehr schönen Frauen verbinden. Brasilien. Mhm. Tatsächlich. Es steht bei mir ganz, ganz weit oben in der Liste, weil ich aus meinem früheren Kreuzfahrerleben sehr häufig dort vorbeigekommen bin, sehr häufig auch den kompletten Küstenbereich mitgenommen habe, Amazonas aber auch bis Manaus hoch und noch weiter tatsächlich. Aber Rio de Janeiro ist wirklich eine von diesen Destinationen, die man so auf der Bucketlist hat, auf seiner Wunschliste und oft gar nicht abhakt. Ich habe auch diese Erfahrung gemacht, erstmal, oh Gott, du fährst nach Rio de Janeiro, da wirst du ja schon ausgeraubt, bevor du auf dem Flughafen überhaupt den Terminal verlassen hast. Man hat mir viel Angst gemacht tatsächlich. Überhaupt nicht. Also das Gefühl. Also für mich ist immer, ich mache es nicht an der Stadtrundfahrt fest oder an Informationen, die ich in der Stadt, so Kultur, Geschichte oder irgendwie. Ich möchte vor allen Dingen erstmal das Gefühl haben, wie lebt man hier, wie leben die Menschen hier. Wenn man jetzt mit AIDA auf Weltreise ist und ist da, dann bist du natürlich auch mit den richtigen Scouts unterwegs, die dir die richtigen Stellen zeigen. Und dann hast du das ganze Thema, was immer über einem schwebt, ist aus ganz weit weg und gefährlich und hin und her. Hast du ja überhaupt nicht, nein, wenn du mit uns unterwegs bist. Und ich glaube, dass das nochmal ein anderer Zauber. Wir haben das gesehen, wenn wir die Menschen gefragt haben, was waren die Highlights der Weltreise. Eigentlich war Rio immer dabei. Eine absolute Traumdestination von mir. Und der Zuckerhut ist ja die Spitze, was uns zur Nummer 1 bringt. Ah, okay. Ich habe überlegt, könntest du das nehmen oder nee, eigentlich nicht, aber doch, ist halt so. Auf Platz 1 steht das neue Showformat, was wir zuletzt auf der AIDA Perla im Nightfly hatten. Dein Showformat. Mein Showformat, ganz genau, meine eigene Show. Wer es noch nicht gesehen hat, Leute, ihr müsst es sehen. Wunsch war halt so 50-50, Musik, Comedy-Programm. Als wir unsere erste Premiere hatten, wir hatten uns so gewundert, weil es war immer voll und immer gesagt, oh Gott, wo kommen die Leute her, was ist hier los? Okay, und beim nächsten Mal war noch voller und noch voller und das war sensationell, weil es einfach Spaß macht. Ich habe einfach die Möglichkeit gehabt, ich selber sein zu dürfen und erzähle einfach frei aus dem Nähkästchen über unsere Destinationen, über Gäste natürlich, über Geschichten, die einem auf Kreuzfahrtschiffen passieren können. Unsere Shows haben unterschiedliche Themen. All You Need Is Love ist zum Beispiel eines unserer Themen. Da geht es um die Liebe natürlich auch, ist ein unerschöpfliches Thema. Über alle Dinge, die man lieben, aber auch hassen kann natürlich. Und das eben alles verbunden mit ganz, ganz viel Comedy, mit ganz, ganz viel guter Musik natürlich. Das ist Club Entertainment. Ja. Also das Größte, was man hinkriegen kann, ist, wenn Menschen, die performen, Spaß haben an dem, was sie tun und die zugucken, glücklich sind. Jetzt bin ich gespannt, wie du jetzt den Bogen kriegst zu deiner favorisierten Destination. Meine Lieblingsdestination ist die Südsee. Na. Südsee ist für mich wirklich tatsächlich, ist Bora Bora, ja, ist Morea, ist Tahiti. Und das ist eine Destination, wo ich niemals satt werde zu sagen, oh mein Gott,
ich bin in der Südsee. Was auch daran liegt, ich bin immer mit dem Schiff hingekommen. Ich bin einmal weggeflogen von dort, aber ansonsten, es fängt schon damit an, wenn ich auf die Karte gucke, Satellitenkarte auf dem Schiff, auf dem Fernseher. Ich bin auf einem winzig kleinen Fleck Erde und rundherum ist nur blau. Ja. Ich brauche mindestens 5 Seetage, um mit dem Schiff überhaupt irgendwo hinzukommen. Von Festland will ich gar nicht sprechen. Also da bin ich ewig kein, weil ich bin so weit und das wird mir dort bewusst. Mhm. Ich habe immer dieses pure Glücksgefühl, ich bin in der Südsee. Es ist unglaublich. Man kann es nicht beschreiben, wenn man es einmal erlebt hat. Jeder, der da war, muss es so sagen. Ich habe mir in meinem Leben nie vorstellen können, dass ich jemals dahin kommen könnte. Nachdem wir die Gäste interviewt haben, die auf der Weltreise waren, habe ich es im Kopf. Ja. Also es ist Rio auf der einen Seite, es ist Australien auf der anderen Seite. Also Sydney scheint auch so ein ganz magischer Ort zu sein. Ja, ja. Und danach kommt immer die Südsee. Und es ist so tief in den Menschen drin, dass wenn du sie fragst nach ihrer Weltreise, wie ist es denn jetzt und wie hat es ihnen denn gefallen und sowas alles, ne? Sie kriegen alle feuchte Augen, wenn es in die Südsee geht. Es ist so tief in den Menschen drin und ich glaube, sie tragen es im Herzen tatsächlich dann auch weiter im Rest ihres Lebens und werden das nie wieder vergessen. Jeder, der sagt Südsee, das ist so weit weg. Nein, es ist nicht. Es ist einfach, es ist im Katalog mit drin. Guck da rein und man tastet sich, man fängt nicht mit der Südsee an. Aber man sollte sich das auf jeden Fall mal irgendwo hinsetzen. Solche Sachen mit dem Schiff zu machen, ist einfach unglaublich schön. Und die Magie, die ganz große Magie in den Reisen, die wir machen, dass man irgendwie ein Zuhause hat, dass man mit seinem Zuhause unterwegs ist und fantastische Sachen sieht. Und ich glaube, im Moment gerade durch diese Seuche ist es tatsächlich so, dass wir alle uns auch runterfahren. Und ich glaube, jeder ist nur froh, wenn wir verdammt nochmal einfach nur losfahren können. Ja, meine Lieben, damit sind wir am Ende des heutigen Primetime-Magazins. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und wir konnten ein bisschen Sonnenlicht in eure Herzen zurückbringen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns ganz bald an Bord unserer AIDA-Kussmundflotte wiedersehen dürfen. Wenn ihr mich schon kennt, dann freue ich mich, euch wiederzusehen. Wenn ihr mich noch nicht kennt, ihr werdet mich kennenlernen, meine Lieben. Also, ich bedanke mich im Namen von Boris und auch in meinem Namen. Ich bin der Danny und sage bis zum nächsten Mal. Dankeschön und tschüss!